Hallo Welt. Ja, da sind wir wieder in den Höhlen und ja, wir haben hier alles durchsucht. Wir können ja noch ein Bild machen. Aber wie es aussieht, war es das. Hier mit dieser zumindest. Das ist ja die Mehrzahl. Höhlen. So, wir haben fertig. Licht gibt es auch. Und einen Rahmen, ja, nehmen wir den vielleicht. Und dann suchen wir mal die anderen Höhlen. Oh, Gold! Nein, Kupfer. Tür schließen? Nein, öffnen. Wie kommen wir hier wieder raus? Ach so, hier ist ein Knopf. Voll krasse Höhlen. Lecker Bier. Und ja, Wodka. Wir suchen eine Waffenwerkbank. Es gibt eine hier unten. Bevor wir rausgehen, wollen wir dann doch ganz gerne unsere Sachen noch reparieren. Ja, die haben ja eine richtige Stadt unten gebaut. Kochstation.
Ich glaube, wir sollten jetzt mal Richtung Camp gehen. Bevor wir die nächste Höhle aufsuchen, gucken wir mal, dass wir unsere Sachen repariert bekommen. Ja, was sagt die Karte? Ja, wir sind genau auf der richtigen Straße. Wunderbar. Da vorne sollte es doch sein, wenn es nicht zerstört wurde. Gegenstände reparieren, natürlich unsere Axt als erstes. Ah, die hat uns ganz schön geholfen. Oh nein, wir brauchen Stahl und Holz. Okay. Holz haben wir. Aggressotron, Klinge, ja, ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Ich glaube, den Bauplan haben wir sogar schon. Oder wir könnten ihn kaufen. Stahlschrott, ja, okay. Gedämpft, verstärkt, Fallensteller, ja. Stufe 45, was bekommen wir da raus? Plastik, Stahlschrott, okay. Doch, der Ausweider. Wie, wo haben wir die denn? Haben wir die Waffe denn? Der Ausweider. Verbessert Schaden. Verbesserter Schaden regeneriert deine Gesundheit für kurze Zeit, wenn du einen Gegner triffst. Aha. Nicht schlecht, den behalten wir mal. Auch der hat jetzt keinen Stern, ist also eigentlich nicht als legendäres Teil gekennzeichnet. Behalten wir mal die Sachen. Des Kammerjägers, Roboter, linkes Bein, minus 15% Schaden durch Mylurks und Insekten. Trotzdem brauchen wir Stahl. Vielleicht gibt es ja bei den Nachbarn hier Stahl. Irgendwelche Blechdosen oder so. Viel fehlt uns ja nicht mehr. Hardware, Fehlfunktion entdeckt. Einheit ist bewegungsunfähig. Hardware, Fehlfunktion. Einheit ist bewegungsunfähig und benötigt Hilfe. Das ist aber schade für dich.
Holz. Glas brauchen wir erstmal nicht. Fehlfunktion entdeckt. Einheit ist bewegungsunfähig. Also da hätte ich jetzt schon damit gerechnet, dass hier jetzt irgendwas noch dranhängt. Mal sehen für Stahl. Da drüben am Bus waren wir, da gibt es nicht sehr viel. Und oben an der Hütte, ja, so ein bisschen Stahl werden wir doch bestimmt da oben finden. War das so weit weg mit der Hütte? Ich dachte, die wäre näher, aber da ist irgendetwas. Ja, wie gesagt, Stahl. Wir brauchen ja nur etwas, um... Oh, Moment, hier war doch was drin. Flaschen. Um unsere Axt zu reparieren. Holz hätten wir jetzt eigentlich genug. Ehrlich, gar kein Stahl hier für uns. Holz, Spachtel. Naja, da wird doch mal ein bisschen Stahl drin sein. Keine Sorge, das haben wir gleich. Och, endlich. Unsere Axt ist wieder da. Juhu. Ach, da brauchen wir wieder Stahl. Warum gibt es hier im Sumpf so wenig Zeug? Oha. Ah, ist das wieder so ein Ding mit Stroh? Ja, warum liegt hier Stroh? In Berkeley gibt es sehr viele Sachen. Oh, passt schon. Stahl. Na also, muss man nur sagen, also.
Oh. Ach, Stahl ist hier echt Mangelware. Ja, aber das, was wir reparieren wollten, haben wir repariert. Das sollte doch dann jetzt auch eigentlich reichen. Ja, dann können wir in der nächsten Folge also auf zu neuen Abenteuern. Das heißt, die nächste ist Höhle besuchen. Aber erstmal gehen wir schon zum Camp zurück. Nur für die 10 mm haben wir genug Munition dabei. Für die anderen Waffen haben wir gar nicht mehr so viel Munition. 10 mm haben wir genug. 308er fehlt uns. Und Schrot. Ja, da haben wir einige Sachen zum Wegwerfen. Hier die Rakete und so, das brauchen wir alles nicht. Und zum Verkaufen auch ein paar Sachen. Wo haben wir das denn her hier für Maut? Höhlen-Missionszusammenfassung, das sollten wir uns mal anhören. Alles kaputt. Ballistische Faser brauchen wir dafür. Ja, für alles brauchen wir ballistische Faser hier. Entschuldigung. Nicht so empfindlich. Was ist das? Werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge rausfinden, wenn überhaupt, was das war. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.